Ein zweites Thema, was Microsoft sehr prominent auf der Ignite bekannt gegeben hat und was ja schon die letzten Wochen eigentlich auch im Marketing von Microsoft sehr aktiv eben sichtbar ist, ist das Thema Microsoft Viva. Viva ist ja als Suite schon länger verfügbar oder angekündigt und einzelne Komponenten sind ja schon seit einiger Zeit da. Andere wurden jetzt eben mit der aktuellen Ignite gelauncht und sind ab jetzt nutzbar. Zusammengefasst haben wir einfach aktuell 4 Anwendungen, mit denen wir hier eigentlich das Viva-Produktportfolio eigentlich abrunden können. Das ist zum einen das Thema Viva Connections, was eben die Idee hat, zu definieren, wie kann ich jetzt aus Teams eben andere Informationen, natürlich gerade das Intranet, sehr viel schneller eben verfügbar machen. Also dass ich wirklich sagen kann, ich habe mein Teams und innerhalb von Teams muss ich nicht jetzt in den Browser wechseln, auf mein Portal, auf mein Intranet, auf meine Begrüßungsseite, wie immer man es nennen will, in der Form zuzugreifen, sondern ich dieses eben sehr einfach eben in SharePoint nutzen kann, in der Form, dass ich eben dem Team begreifen kann. Angekündigt auf der Ignite wurde, dass es jetzt auch für mobile Apps funktioniert. Bisher hat es nur in Teams als Windows-App funktioniert. Jetzt kann ich sie auch ohne weiteres eben auch wirklich dann in der mobilen App nutzen, auf meinem Handy, auf meinem Tablet, um einfach über Teams in meine vorbereitete SharePoint-Homepage zu browsen. Dabei habe ich eben in der Form verschiedene Funktionen, die heute gehen und wo Microsoft auch mit der Ignite einen gewissen Fokus gegeben hat, was wird jetzt in Zukunft kommen und wie soll sich Viva Connections weiterentwickeln. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Viva Insights. Das war bisher immer My Analytics als Funktionalität, die schon vorher in Microsoft 365 da war und die einfach dafür helfen soll, dass man selbst seine eigene Organisation besser hinbekommt. Das sind so Themen drin wie Fokuszeiten, dass eben über Viva Insights eben einfach ein Portal da ist, mit dem ich eben die Möglichkeiten habe, eben meine Arbeiten eben in der Form zu verbessern, um dementsprechend einfach zu sagen, ich will mir dort Fokuszeiten in meinem Kalender eben blocken, um einfach sicher zu sein, da kann ich konzentriert an einem Thema arbeiten und werde von Kollegen nicht gestört oder bin auch selbst in der Form vielleicht auch restriktiver mit mir selbst, um einfach darauf zu achten. Wie gesagt, ein Produktivitätsunterstützungstool, um sich selbst besser zu organisieren, um natürlich auch diese Arbeitsweise, die wir jetzt in Corona haben, mit vielem Homeoffice arbeiten, alleine arbeiten, wie kann ich da in der Form für mich meine Work-Life-Balance besser steuern, wie kann ich auch unterstützen, wann arbeite ich und wann arbeite ich wirklich mal auch bewusst nicht. Es können ja für Einzelne die Grenzen sehr schwimmend werden. Und von der Seite versucht Microsoft mit den Viva Insights hier jedem ein gewisses Toolset an die Hand zu geben, mit dem man eben einfach sagen kann, ich kann meine Arbeit einfach besser organisieren, ich kann sie mir fokussierter machen und kann darüber einfach sicherstellen, dass eben in der Form neue Funktionen, die jetzt in der Form da verfügbar werden, mir helfen, um einfach meine Arbeit besser zu organisieren und dementsprechend einfach darüber für mich einfach mein Wohlbefinden zu steuern. Das kann dahin gehen, wie gesagt, dass man Fokuszeiten blockiert oder dass ich jetzt auch mit Viva Insights sowas bekomme wie ein Tipp of the Day, mit dem mir einfach gesagt wird, was sind einfach Schwerpunkte für mich, welche E-Mails habe ich jetzt geschickt, wo ich keine Antwort bekommen habe, wo ich vielleicht mal nachfragen soll oder wo mir auch gewisse Termine über diese Insights eben auch so mal gehighlightet werden und vielleicht vorbereitende Themen einfach schon mal dargestellt werden, um so proaktiv meine Arbeit eben auch ein bisschen besser zu organisieren. Ein Thema, was Microsoft eine ganze Zeit lang jetzt schon mit Viva eben in der Beta hatte, aber jetzt eben auch wirklich mit der Ignite angekündigt hat, ist das Thema Viva Learning. Viva Learning ist das Thema, mit dem man einfach sagen kann, ich will Lerninhalte, die verfügbar sind, in Teams zur Verfügung stellen und will halt auch den Anwender so ein bisschen durchführen, welche Lerninhalte sind für ihn in der Form interessant und in welchem Abfolge sollte er sich die in der Form ansehen. Und dafür habe ich dann innerhalb von Teams eben die Möglichkeit, auf die Lerninhalte sehr einfach zuzugreifen. Ich habe Lernprovider wie LinkedIn oder wie Pluralsights oder wie auch eine SharePoint-Seite, die ich bei mir intern vielleicht schon vorbereitet habe, die ich integrieren kann, um einfach Lerninhalte eben auch in Teams verfügbar zu machen, damit der Anwender, wenn er eben mit Teams arbeitet, auch seine Tätigkeiten eben in der Form unterstützen kann durch Lerninhalte, die verfügbar sind. Und er muss nicht in ein Lernportal gehen, sondern diese Informationen sind in dem Viva Learning dann eben innerhalb von Teams eben verfügbar. Und wir haben dann abschließend Viva Topics, wie gesagt, das Thema Wissen transparent im Unternehmen bereitzustellen, worüber wir eben einfach die Möglichkeit haben, sowas wie Wiki-ähnliche Seiten zu erstellen, zu Themen, wo ich einfach sehe, welche Dokumente sind zu dem Thema relevant, welche Personen sind zu dem Thema relevant oder wo ich auch die Möglichkeit habe, selbst eben einen beschreibenden Editorialtext eben
zu definieren, um einfach das Thema anzukündigen, zu erklären, um dementsprechend einfach dieses Wissen eben dem Unternehmen verfügbar zu machen, aber eben auch Wissenselemente mit anderen Wissenselementen zu vernetzen, um dementsprechend einfach dem Mitarbeiter eben auch die Möglichkeit zu geben, von einem Thema sich auf verbundene Themen eben weiterzuarbeiten, um einen Überblick über ein gesamtes Themengebiet eben für sich zu erlangen, um dementsprechend einfach mit mehr Wissen seine Arbeit eben auch zukünftig erledigen zu können. In Summe haben wir jetzt also vier Produkte, die Microsoft Viva ausmachen. Wobei man unterscheiden muss, wir haben mit Viva Connections ein Produkt, was im Endeffekt kostenlos zur Verfügung steht, was Sie jederzeit sofort einsetzen können. Auf der anderen Seite haben wir für alle anderen Produkte, wie Viva Insights, wie Viva Topics und wie Viva Learning, schon eine gewisse Gebühr, die Microsoft als funktionale Erweiterung dafür eben aufruft. Aber um jetzt einem Kunden eben entsprechend entgegenzukommen, hat hier Microsoft, wie wir es ja auch von anderen Themen kennen, wie wir es von der Office Suite kennen, dass man nicht Excel, Word und PowerPoint einzeln lizenziert, eben auch die Office Suite, haben wir jetzt eben auch hier wirklich die Möglichkeit, dass wir eben sagen können, wir haben die Viva Suite, die eben vorhanden ist, wo ich alle diese drei Themen eben zusammen lizenzieren kann und wo Microsoft auch angekündigt hat, dass diese Suite weiter wachsen wird in Zukunft, um dementsprechend einfach den Mehrwert und ihre Investition und ihr Vertrauen darüber eben auch belohnen möchte. Und wir nehmen uns auch viel für die Zukunft vor, so haben wir eben auch die Planung, gerade das Thema Microsoft Viva, was gerade ja ein sehr aktives Thema ist, in den nächsten Monaten Ihnen noch ausführlicher vorzustellen, dass wir einfach uns vorgenommen haben, dass wir jedes dieser vier Produkte, die wir heute eben hier kurz vorgestellt haben, in einem der nächsten schon gewusst Videos dann wirklich nochmal ausführlicher jeweils vorstellen, um Ihnen für das jeweilige Produkt auch nochmal so einen klaren Fokus zu geben, wofür soll es sein und welche Möglichkeiten haben Sie damit.